Moin Moin und zurück zu Illusion of Time. Wir sind hier immer noch in einem richtig genialen Dungeon. Und wer an der Musik nicht merkt, wo wir sind, wer am Hintergrund nicht merkt, wo wir sind, dem kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr helfen. Und Will ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß, die liebe Gaia leidet an Vereinsamung, aber ey, die hat ja diese schnieke Statue von uns. Das reicht doch. Ich meine, wenn wir uns an Engelstadt erinnern, dieser Engel, der die ganzen Statuen geschaffen hat und angestarrt hat, da kann man schon seine Zeit mit verbringen, so ist es nicht. Ja, wir sind immer noch auf der chinesischen Mauer, haben noch zwei Gegner hier im aktuellen Screen, eine Kraft, aber keinen Schatz. Und ich muss sagen, ich fand das richtig geil, wie wir hier im letzten Part zum Portal von Gaia gekommen sind. Da musste man nämlich wirklich hier einen Sprung abpassen, gucken, wo wir hier runterkommen. Ihr seht das hier nochmal. An der Stelle, wo das Portal ist, geht's dann runter. Jetzt müssen wir aber eigentlich erstmal gucken, wie wir hier sonst wo wieder hinkommen, ja? Aber macht ja nichts. Die Musik, die versüßt einem die Zeit eigentlich schon. Ich finde die echt genial. Ja, okay, jetzt sind wir wieder hier oben. Das könnte doch passen. Ich muss auch echt hier erst nochmal... Ah, warte mal. Erstmal gucken, wo wir hier sind. Haben wir das gleiche jetzt hier nochmal? Wo war denn das jetzt? Ja, okay, eins weiter rechts. Aber ich finde es geil, mit welchem Prinzip der Dungeon hier arbeitet. Und wenn ich mir jetzt auch noch gemerkt hätte, wo wir eben runter sind. Ja, ich habe fast gedacht, nach meinem Glück, kommen wir jetzt wieder eins nebendran runter. Oder raus, oder wie auch immer. Und wir haben hier im Screen alle Gegner besiegt. Unsere Abwehr hat sich erhöht. Und ich muss auch direkt nochmal einen Schluck Wasser nehmen. Jetzt ist natürlich hier die Frage, bringen uns die Dinger hier was? Müssen wir hier auch irgendwo runterspringen? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass hier noch eine Ebene war. Nö, und jetzt sind wir auch wieder hier. Okay. Das bringt uns ehrlich gesagt nichts. Aber wir haben Ende des letzten Parts eine neue Fähigkeit für Will entdeckt. Und ich schätze mal auch ganz stark, dass es damit dann weitergeht. Zumindest haben wir, glaube ich, hier hinten nichts mehr. Doch, hier geht es auch nochmal weiter. Was zum... Nicht sicher. Ah, das war die Chose. Okay. Hui. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt zurück. Denn da kommen wir noch nicht hin. Ich weiß auch immer noch nicht, wie wir denn da hinkommen sollen. Ich gucke hier nochmal nach, ob irgendwas noch hier drin ist. Wir haben hier Gegner. Ja, aber ich vermute... Ja, genau, das war das. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt hier tatsächlich die neue Fähigkeit direkt einsetzen. Macht aber nichts, denn die ist ziemlich genial. Ich habe jetzt natürlich erstmal offscreen nochmal geguckt, wie die denn funktioniert. Denn wir haben uns ein bisschen dran gestellt. Also ihr müsst echt gucken erstmal, dass ihr euch aufladet, so wie beim Psycho-Dash. Dann L- und R-Knöpfe drücken. Und das dann aber auch mehrmals. Also ich habe gedacht, man drückt die dann einmal und das lädt sich halt auch einfach irgendwie auf. Und dann ist es da. Aber nee, ganz so ist es dann doch nicht. Hä? Das begreife ich jetzt nicht, aber gut, wir müssen ja eh nicht auf die andere Seite gerade. Hm. Ich meine, klar, da kämen wir dann wieder rüber, das habe ich schon verstanden, aber warum ich das will, ist mir nicht ganz klar. Ach du Scheiße, ja, das sieht echt nach Spaß aus. Nicht so wirklich. Ich hab's ja, muss ich direkt zugeben, nicht so ganz mit Schalterrätseln, ne? Generell habe ich es nicht so super gut mit Rätseln. Also ich stell mich da einfach ein bisschen dran. Das muss man schon beim Namen nennen. Das ist wirklich so.
Magst du runterkommen? Oder magst du nur so tun, als würdest du runterkommen? Ich mag jetzt eigentlich gar nicht so davor springen. Die haben so ein bisschen mit ihren Tränen. Ich weiß auch nicht. Ein bisschen zu viele Soaps geguckt. Und ja, natürlich. Wärmebehandlung für den Rücken finde ich ganz entspannend. Aber nicht, wenn es von so einem Dulli-Augen kommt wie dir. Aber die Musik hat was, oder was meint ihr? Also ich finde die bisher mit einer der geilsten Stücke hier im Spiel. Jetzt so bezogen auf die Dungeons und das alles. Also ich... Für mich ist auch einfach die Musik von der Karte, wenn man hier zum neuen Gebiet aufbricht, einfach total geil. Weil das und die Musik hier, die im Südkap kommt und auch in anderen Regionen, das ist einfach so eine Musik, die habe ich mir halt von damals echt gemerkt. Die macht für mich so ein bisschen das Spiel einfach aus. Also wenn ich an Illusion of Time denke, dann denke ich immer an diese Musik mit der Landkarte. Ich denke an die Musik aus dem Südkap. Ich finde aber wirklich die Musik hier auch ziemlich passend. Und es kreiert einfach eine unheimliche Atmosphäre. Also es passt hier einfach alles zusammen, optisch, die Musik, das Thema oder auch wie es jetzt hier umgesetzt ist einfach. Ich gehe hier nochmal hoch. Ich weiß nicht, ob wir hier noch eine Treppe hatten, aber das sieht, glaube ich, nicht so aus. Nee, hier waren wir, glaube ich. Ja, okay, dann müssen wir das hier an der Seite noch machen. Also ich gucke jetzt lieber auch nochmal nach. Ich will jetzt ehrlich gesagt ungerne Sachen verpassen. Ja, und an den kommen wir so nicht dran. Wofür ist das denn gut? Ah, ja, warte mal. Nee, da traue ich mich jetzt nicht. Da traue ich mich jetzt nicht. Genau, dann haben wir nämlich hier wieder den Schalter, um zurückzukommen, wenn wir es denn bräuchten. Schätze ich mal. Oder was machst du? Ja. Der bringt uns hier wieder zurück. Den können wir auch erstmal mitnehmen. Boah. Nicht schlecht, Herr Specht. Das war eine ziemlich geile Stelle, finde ich. Aber die Energie hat sich erhöht. Yay. Und ihr seht schon, also im Vergleich zum Anfang, wir haben jetzt echt viel Leben. Und hier ist ein weiteres Portal. Und ich glaube, dass das jetzt heißt, wir wechseln zu Freedan. Hätte mich jetzt eigentlich auch gewundert, weil er ist jetzt bis jetzt in jedem Dungeon vorgekommen. Ich denke, es ist dann auch erst nochmal nützlich, dass wir uns hier wirklich verwandeln. Speichern. Ja, aber Gaia, die ist ein bisschen wortkarg, so die letzten Male. Also am Anfang, ne, hat sie schon auch mit Tipps um sich geschmissen. Hauptsache, sie hat jemanden zum Erzählen und plötzlich so... Vielleicht hat Will ja irgendwas ausgefressen. So die heimlichen Kaffeevorräte von Gaia geklaut, keine Ahnung. Wäre eigentlich ein bisschen jung für Kaffee, aber andererseits kann man ja nie jung genug sein. So, hier ist aber nichts mehr. Und ich finde eigentlich auch zeitlich gesehen, dass die Wechsel zwischen Will und Free dann eigentlich recht günstig kommen. Also in einem guten Abstand. Wenn ich jetzt denke, Mensch, ich hätte mal wieder Bock auf Free dann, dann haben wir auch Free dann. Das ist dann eigentlich ganz nice, dass man hier so zwischen den beiden wechseln kann. So, und hier waren wir. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch hier lang. Stimmt, und dann hatten wir das Problem mit dem Ritter, den wir nicht getroffen haben. Den müssten wir doch dann eigentlich so erwischen. Na, da bringen wir uns gleich mal lieber in Deckung. Vielleicht reicht ja auch hier unten. Jo. Genau so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Denn ihr seht zwar, wir haben hier noch einige andere Gegner, aber
Aber ich kann mir jetzt nicht erklären, wie das Ding hier hätte aufgehen sollen, wenn nicht hier durch den Gegner. Und du glitschst gerne in Wände rein, kann das sein? Wo ist er denn jetzt? Das ist ja voll OP. Der wechselt hier zwischen den Räumen. Bisher war kein braves Auge, ey. Wo ist es denn? Nicht so schüchtern. Ich mache jetzt, glaube ich, erstmal hier. Wow. Hoppala. Ja, okay, da hätten wir jetzt vielleicht, wenn wir unsere Attacke aufladen, auch ein bisschen mehr ausgerichtet. Jo, das läuft doch viel geschmeidiger, wenn man auch die Attacken einsetzt, die einem hier gegeben sind, ne? Muss man aber erstmal drauf kommen, so. Ich muss echt sagen, bei mir hängt das immer davon ab, wie viel Kaffee ich habe. Also, kann man jetzt sagen, ja komm, ist doch Quark, aber ja, da ist wirklich was dran, ob ich es will oder nicht. Wenn ich jetzt irgendwie gerade aufgestanden bin und habe noch nicht so viel Kaffee intus, ja, dann brauen die grauen Zellchen ein bisschen länger, bis sie mal richtig aktiv sind. Hä? Der wurde mir eben noch als Gegner angezeigt, glaube ich. Okay. Ich dachte jetzt erstmal, man muss die vielleicht verschieben oder sowas. Aber irgendwie... Doch nicht? Doch, man muss hier, glaube ich, irgendwas machen mit denen. Oh. Das war jetzt dann natürlich semi-cool. Ja, denn wir kommen hier so nicht durch. Kriegen wir den hier irgendwie rein? Hau mal ab, Junge. Und da, wo kommen wir hier durch? Ach so. Okay. Ja, muss man sich jetzt natürlich irgendwas überlegen. Finde ich aber eigentlich eine geile Sache, dass man da so gucken muss, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir hier immer noch den Spacko vom Dienst. Finde ich jetzt nicht so geil. Ja, dann kommen wir nämlich hier nicht durch. Warte mal, was können wir denn mit dem hier machen? Nichts! Ah, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Wir können die aber auch nicht wirklich... Was mich halt echt wundert, ist, dass das Gegner sind. Aber den kann ich hier eigentlich auch nicht wirklich... Wieso kriege ich den hier nicht hoch? Das finde ich ein bisschen Panne. Ah, warte mal. Ich glaube, man muss die hier beide. Kann das sein? Jawohl. Na, die Idee finde ich eigentlich echt genial, muss ich sagen. Wow. Ja, und jetzt hat es wieder nicht richtig aufgeladen. Schade, Marmelade. Haben wir halt doch noch einen Treffer kassiert, aber geile Sache. Also ich muss sagen, ich finde das jetzt echt gelungen, den Raum hier. Ich habe echt ein bisschen überlegen müssen, aber nicht so arg, dass es jetzt gefrustet hat. Das finde ich eigentlich immer eine gute Mischung, wenn ein Spiel das hinbekommt. Ups. Ja, wir sind immer ein bisschen arg vorschnell hier. Aber allein wie viel mehr Schaden hier Free dann schon macht im Vergleich zu Will, das ist natürlich nicht zu verachten. Geil, aber schöner Raum. Hat mir echt gut gefallen. Das Spiel hat immer so ein paar kleine Rätsel zwischendurch, aber ist jetzt nicht wirklich... mit Hauptaugenmerk auf Rätseln. Das ist dann natürlich was, wo ich sage, ja, das gefällt mir jetzt auch eher,
Also so reine Rätselspiele, ja, mag ich jetzt nicht so unbedingt. Aber wenn man das so immer so ein bisschen einbaut, finde ich das eigentlich ganz cool. Ups. Ups. Ja, da waren wir einmal ein bisschen zu früh wieder, ne? Und jetzt kommen wir hier hinten raus. Mhm. Okay, und hier haben wir wieder so ein Ding. Ich habe gerade voll keinen Peil, wo wir sind. Was zum Teufel? Warum erwische ich den da nicht? Ja. Kann sich also wirklich auch total dran stellen. Sag mal. Ja, da haben wir uns jetzt irgendwie nicht so mit Ruhm bekleckert, ehrlich. Da waren wir einfach ein bisschen zu vorschnell. Weil der gute Frieda, der macht halt gerne mal stumm. Wundert mich jetzt nicht, aber dann muss man es doch nicht so übertreiben. Aber die Animation ist ja genial. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen ewig langen, blonden Prinz Eisenherz hat sich die Haare wachsen lassen Frisur, aber hey. Es könnte schlimmer sein. Ah, wir haben schon mächtig Leben verloren. Jetzt muss man schon so sagen. Das hat ehrlich ein bisschen gelitten. Und jetzt sind wir erstmal hier drinne. Wir müssen wieder gucken und wir haben direkt hier einen Gegner. Aber nicht nur einen. Und das finde ich genial, denn wir hatten so einen Raum schon mal. Aber wir hatten da nur einen Gegner. Und ich dachte mir noch so, Mensch, wäre das geil, wenn du so einen Raum hast und es sind halt auch mehrere, sodass du richtig mal aufpassen musst. Ja, wobei mit Freedern muss man sagen, die sind halt auch relativ schnell down. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man die sehen kann. Dass man hier die Unterschiede sehen kann. Der da zum Beispiel, genau. Nicht sicher, ob mir das jetzt einfach so vorkommt oder ob man da wirklich einen Unterschied sieht. Da würde ich jetzt sagen, der hier, ja. Aber vielleicht ist das sogar gewollt. Denn das erinnert mich jetzt mit einem ähnlichen Prinzip an Majora's Mask, auch wenn der Vergleich ein bisschen weit hergeholt ist. Oh, und wir hatten hier ein Portal. Okay. Ich gehe vielleicht erst nochmal hier ein bisschen gucken. Aber in Majora's Mask war das auch so im Felsentempel, der letzte Tempel vom Spiel. Da hatte man die Fähigkeit, ein Lied zu spielen, wo man Abbilder von sich geschaffen hat. Und diese Abbilder waren aber, weil es eben nur Abbilder waren, quasi Statuen mit leeren Augen. Das war, glaube ich, die... was war denn das? Die Elegie? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber, die hatten quasi alle leere Augen. Nur die Statue von Will... von Will, sag ich. Die Statue von Link nicht. Also die Statue von den anderen, weil eben der Corone, der Zora, die Deko... der Deko, wo wir eben die Masken von bekommen haben in Majora's Mask. Die sind ja eigentlich schon alle tot. Nur Link lebt noch. Und deswegen hat Links Statue als einzige Statue oder als einziges Abbild von ihm tatsächlich Pupillen. Also das ist jetzt echt ein bisschen weit hergeführt, aber ich glaube, das gibt es auch dann in verschiedenen Spielen oder auch Geschichten generell, dass man eigentlich sagt, naja, Dinge, die nicht leben, die haben dann auch eigentlich einen leeren Blick oder haben keine Pupillen. Aber Dinge, die eben noch leben oder wo jetzt zum Beispiel eine Seele irgendwo gefangen ist oder was auch immer, dann kann man das dadurch kenntlich machen. Das ist ja bei denen hier auch so. Das sind jetzt reine Zinnsoldaten eigentlich. Aber die Gegner, die leben noch. Und deswegen haben die im Vergleich zu den normalen Zinnsoldaten auch keine Pupillen. Und ich verwandle mich jetzt einfach mal zurück, weil ich mir denke, dass das schon so seinen Sinn hat.
Zumindest wird das auch mal in den Kommentaren angemerkt. Ich hoffe mal einfach, das ist dann auch universell anwendbar hier. Zumal wir jetzt auch schon zweimal gute 20 Minuten hier verbracht haben im Dungeon. Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass der hier so langsam sein Ende findet. Aber ich glaube, wir müssen noch mal ein ganzes Stück zurück. Ja, aber das bei Majora's Mask ist tatsächlich auch eine These, wo man dann sagen kann, das ist so ein Gegenargument mit diesem Link ist eigentlich tot in Majora's Mask, bla bla bla. Das ist dann für mich dadurch eigentlich widerlegt, dass halt sein Abbild Pupillen hat. Ich muss auch sagen, als die These rauskam, da war ich tatsächlich eher so... Warum klappt das jetzt nicht? Da war ich tatsächlich eher so der Meinung, okay, Link ist tot, das ist so. Und dann habe ich mir so ein paar Sachen irgendwie durch Recherche angeguckt und so und dachte so, nee, eigentlich trifft eher die These zu, dass vielleicht Navi weg ist oder Navi gestorben ist und Link jetzt trauert. Oh oh. Ja, und der Dungeon ist wirklich am Ende angekommen. Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass jetzt ein Endboss kommt. Holy fuck! Oh oh. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Den... Oh! Oh, wow, okay. Da müssen wir nämlich wirklich gucken, wo der rauskommt, was der macht. Und wir sollten vermutlich eher unter dem stehen, habe ich so im Gefühl gerade. Wow, was ist da los? Hoppla! Puh! Muss ich die kleinen Dinger zerstören? Bleiben die bestehen? Ja, so wie es aussieht schon. Scheiße. Ah! Oh oh. Ist, glaube ich, nicht gut, dass die hier überleben. Das will ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so geben mit den Viechern hier. Was zum Teufel? Warum kann ich die Dinger nicht abwehren? Das checke ich jetzt gerade nicht so. Nee, muss ich sagen. Okay, und der ist ganz schön schnell hier. Boah. Oh weh, gut Nacht. Da haben wir ja Spaß damit. Nee, ich krieg den irgendwie im Moment noch nicht richtig zu fassen. Und da wäre er jetzt nach oben rausgekommen. Ach, scheiße. Wo bist du? Ich habe jetzt auch gar nicht gesehen, wie viel Leben der noch hat. Wirklich nicht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Und ich muss sagen, wenn er das hier macht, ich kriege ihn auch nicht richtig zu fassen. Ich kriege ihn nicht richtig zu fassen, wenn er das macht. Ich vermute einfach, dass es für uns auch besser ist, abzuwarten und zu gucken, wann er hier hochkommt. Nee, weil hier kriege ich ihn nicht wirklich. Ich glaube, wenn man sich hier gut dran stellt, kriegt man ihn trotzdem irgendwie, aber... Ich habe auch noch in Erinnerung, dass der Gegner... Nein! Dass der Gegner ein echtes Geduldsspiel war, also... Es hat hier seine Zeit gedauert, bis man den irgendwie hatte. Oh Gott. What the fuck? Der hat noch viel, viel mehr Leben als jetzt... Wir hier. Boah. Okay. Also es könnte was werden, aber wir müssen uns hier ein bisschen beherrschen. Wo kommt er denn? Wo ist er denn? Was macht er denn? Scheiße. Wo bist du? Was machst du? Boah, also der... Ihr seht, wir ziehen dem sowas von nichts ab hier. Das ist ja krank. Komm, mach mal wieder irgendwas, wo ich dich richtig erwischen kann.
Nee, das ist jetzt nicht ganz so geilo. Junge? Der zögert's aber auch raus. Der will hier nicht down gehen. Jetzt macht er wieder das hier. Ich weiß auch nicht, ob er das andere hier überhaupt nochmal wiederholt. Vielleicht könnten wir den auch erwischen, wenn er runterkommt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, das kriegen wir auch nicht hin. Also vermutlich gibt es da eine gute Technik, wie man das Ganze machen kann. Ich habe die aber ehrlich gesagt nicht raus und ich habe auch überhaupt keine Ahnung mehr, wie der geht. Ich muss nämlich sagen, dass ich bis hier auch nur einmal gespielt habe. Also ich habe einmal einen Run gehabt mit Illusion of Time, da bin ich bis zur Pyramide gekommen, war aber damals noch echt jung und habe das dann irgendwie... War dann auch echt zu schwer für mich, also fand ich halt als Kind echt heftig. Geil, aber wir haben's! Also ich meine mal, dass der wirklich echt ein Geduldsspiel ist, einfach der Endboss. Denn ihr seht, wir haben mit Will so wenig Schaden gemacht, es dauert einfach. Man muss abwarten, muss gucken, wann kriegt man den. Ich denke, da gab es auch noch bessere Strategien. Man hat den, glaube ich, auch mit diesem Slide irgendwie erwischen können. Aber dazu habe ich es, wie gesagt, zu selten gespielt. Ich bin eigentlich nur einmal so weit gekommen. Aber hey, wir haben keine Heilkräuter verbraten. Ich glaube, das ist echt in Ordnung erstmal. Du hast den Sandfänger bezwungen. Eine Statue sei dein Lohn. Geil, das heißt, wir kriegen hier wieder eine der Inka-Statuen. Boah, und ihr seht, wir haben auch nur noch zwei, die wir bekommen müssen. Also es geht echt in großen Schritten voran. Wow. Fand ich jetzt aber auch geil, nochmal einen Boss hier gemacht zu haben, den ich gar nicht mehr so groß gemacht habe. Also sowohl jetzt Kastod als auch Viper, als auch die Vampire. Die habe ich, glaube ich, zwei, dreimal gemacht auch. Also das hatte man da noch einigermaßen gut im Kopf. Aber hier einfach so nochmal einen Gegner zu machen, wo man denkt, what the fuck, was war da nochmal, was macht der nochmal, finde ich eigentlich schon relativ geil. Habe ich jetzt echt genossen, muss ich sagen. Du bist verrückt, ich war krank vor Sorge. Wenn dir etwas zugestoßen wäre. Es tut mir schrecklich leid, aber ich musste Medizin für meinen Vater finden. Und hast du sie gefunden, Lance? Will, das ist ein Stein meiner Kette. Ich folgte den Steinen, um dich zu finden. Hier, ich gebe sie dir wieder. Und jetzt? Lance flüstert. Ich glaube, sie liebt mich auch. Ich bin so glücklich. Und woher weißt du das jetzt? Weil sie sich Sorgen gemacht hat. Lass mich bitte noch mit Lance allein, Will. Was sagt Lance dazu? Ah, alles klar. Ja gut, dann lassen wir die Turteltäubchen mal hier alleine. Oh. Und da passiert sogar was. Diesen Steinen verdanke ich mein Leben. Es sind Steine der Kette, die ich für dich fertigte. Oh oh. Es sind nur noch wenige Steine übrig. Möchtest du sie tragen? Oh, liebevoll hängt Lance ihr die Kette um den Hals. Oh. Oh, Lily, nicht schon. Ah. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Oh Mann. Aber diesmal flüchte ich nicht. Es geschah alles so schnell. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Bitte sieh mich jetzt nicht an. Ich weine vor Glück. Oh, und deshalb hat sich jetzt hier wahrscheinlich nochmal verwandelt. Ich habe schon immer geahnt, dass etwas Besonderes an dir ist. Nun weiß ich, was es ist. Ich möchte dir eine Antwort geben. Auf eine Frage, die ihr bestimmt noch im Kopf habt. Ist das spannend! Ich liebe dich auch. Ich möchte für immer mit dir zusammen sein. Lili, ich habe mich noch niemals so gefühlt.
Als ob 1000 Sterne aufleuchten würden. Mir geht es nicht anders. Gehen wir zurück ins Dorf. Sie machen sich sicher alle große Sorgen. Ja, das Küsschen kommt bestimmt jetzt offscreen. Hm? Aber schön, ich finde das eine richtig schöne Szene, dass Lance eben mit dem Rückschlag, mit seinem Vater und allem drum und dran jetzt hier zumindest doch mit Lily ein gutes Ende gefunden hat. Aber ich würde sagen, wie es mit den beiden hier vielleicht weitergeht mit unserem Turteltäubchen vom Dienst. Und was uns jetzt natürlich hier erwartet mit der nächsten Inka-Statue, das würde ich sagen, das schauen wir uns das nächste Mal gemeinsam an. Ich würde mich freuen und sag einfach mal bis dann. Ciao. Da 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 dum ba ba ba.